Ja. Olli, du machst einen Dia-Abend. Und du musst spontan jedes Dia kommentieren, das wir anderen für dich darstellen. Also wir sind die lebende Dia-Projektionswand mit den Bildern drauf. Und ja, dafür überlasse ich dir jetzt meinen Sessel und den Buzzer. Der ist nämlich jetzt der Dia-Projektor. Und wir stellen einfach spontan schöne Bilder für dich dar und du wirst sie kommentieren. Und zwar warst du im Trainingslager der Fußballnationalmannschaft. Oh, ja, fein. Und wir sind sehr gespannt, was da alles Schönes passiert ist. Also, Olli, ich darf dich bitten, beginne deinen Dia-Abend und wir begeben uns hier an unsere Leinwand. Ja, schön, dass ihr alle kommen musstet. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu meinem Dia-Abend. Ich habe etwas geschafft, wovon viele Sportkollegen träumen. Ich bin mit einer Kamera ins Trainingslager der Nationalmannschaft gegangen und konnte mal einen ganzen Tag da fotografieren. Da darf normalerweise keiner rein. Und das erste Dia zeigt direkt, wie es morgens zugeht im Trainingslager unter Jürgen Klinsmann. Das ist ein Dia. Ja, also das mit dem... Also man... Man sieht, also ich meine, okay, das Offensichtliche, da muss ich nicht drum herum reden, Lukas Podolski nimmt Drogen, das ist klar. Aber er ist sauer, denn er hat gerade riesen Ärger mit Jürgen Klinsmann, das ist der mit der roten Mütze. Jürgen Klinsmann ist sauer, denn Podolski hat eine Frau ins Trainingslager geschmuggelt. Und zwar seine liebe Mutti. Denn der im Trainingslager am häufigsten gehörte Satz heutzutage ist natürlich, der kleine Lukas Podolski möchte im Kinderparadies abgeholt werden. Was allerdings Rainer Kallmund mit der Mutter da macht, das weiß ich beim besten Willen nicht. Ja, das ist der Morgen. Ich durfte dann auch noch dabei sein, als es wenig später ein kleines Trainingsspielchen gab gegen unsere Lieblingsfeinde, die Holländer. Da ist diese Szene hier entstanden. Ja. Ja, genau. Olli Kahn hätte wahrscheinlich diesen holländischen Elfmeter gehalten, wenn nicht seine Freundin Verena aus irgendeinem Grund auch im Tor gehockt hätte und ihn abgelenkt hätte. Das, was da so böse guckt, ist natürlich ein Holländer. Und keine Frage, das mit dem karierten Hut ist natürlich der Ball. Gar keine Frage. Ja. Ganz simpel, meine Damen und Herren. Jetzt schauen wir mal, was so im Nachmittag los ist im Kreis der Nationalmannschaft. Das ist das Bild. Ja, da steht Michael Ballack stramm, kann man sagen. Und zu Besuch gekommen ist niemand anders als Gerhard Mayer-Vorfelder. Das ist der Mann mit dem karierten Hut in diesem Fall. Und Gerhard Mayer-Vorfelder sucht etwas. Und wenn Sie mich fragen, sucht er einfach wie immer eine Spenderleber höchstwahrscheinlich. Ja, so, wir kommen zum nächsten Bild. Da weiß ich selber nicht genau, was es ist. Ich klicke es einfach mal an. Was könnte das hier sein? Ja, das ist ein Panini-Sammelbildchen von früher. Das zeigt Andreas Brehme. Und der Fotograf hat wahrscheinlich gesagt, Andreas, versuch mal intelligent zu gucken. Und es hat wieder nicht geklappt. Sehr schade, meine Damen und Herren. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Bild meiner kleinen Sammlung. Es zeigt, wie es im Trainingslager abends zugeht. Das ist diese Szene hier. Ja, und da gibt es einen Riesenstreit zwischen Poldi und Schweini in der Mitte des Bildes, die sich natürlich heftig streiten, ob sie heute Bibi Blocksberg oder doch Benjamin Blümchen hören. Ja, das da links ist übrigens eine Minibar, müssen wir nicht drüber reden. Ja. Und... ja, das da rechts ist das Etagenbettchen und da machen die beiden gleich zusammen Bubu. Ende der Geschichte. Das Etagenbettchen! Meine Damen und Herren, wir gehen kurz in die Werbung, aber bleiben Sie unbedingt dran, weil wir haben noch viel mehr vor. Also nur ein bisschen was trinken, aber weiter hingucken, gell? Wir sind gleich wieder da.